Schönen guten Tag. Wir wollen heute, nachdem wir zum ersten Mal Hallo Welt programmiert haben, unser Hallo Welt modularisieren. Wir haben bei der ersten Version eine Datei erzeugt, also eine Datei, also hat nur ein Entwickler mitgearbeitet. Und jetzt wollen wir dieses Problem zerlegen. Also wir wollen aus diesem Problem zwei Teilprobleme machen. Und naja, das ist jetzt schon ein sehr kleines Problem, aber wir wollen jetzt noch kleinere Teilprobleme daraus machen. Und zwar wollen wir aus dem Programm Hallo Welt die Ausgabe auslagern. Wir wollen also von jemandem eine Funktion schreiben lassen. Und diese Funktion soll Hallo Welt ausgeben. Gell? Also jemand soll uns eine Funktion schreiben, die von mir aus Hallo heißt. Und diese Funktion soll Hallo Welt ausgeben. Und wir wollen in unserem Programm, unserem Hallo Welt Programm, nur mehr Hallo aufrufen. Wir wollen nicht printf Hallo Welt hier aufrufen. Gell? Also das geben wir jetzt mal da unter Kommentar. So, wie ist es? Wir wollen hier ein Hallo aufrufen. Hallo. Und ein Aufruf, wenn auch nichts da ist, muss immer ein Klammer auf Klammer zu hier beinhalten. Gell? Wenn man das Klammer auf Klammer zu nicht schreibt, dann meint man den Funktionszeiger und ein Funktionszeiger. Gell? Das ist die Adresse auf die Funktion dann und das ist dann nicht der Aufruf der Funktion. Gell? Also immer Hallo, Klammer auf, Klammer zu. Also, und diese Funktion Hallo, die wollen wir rauslagern. Das heißt, wir brauchen hier einen anderen Entwickler und damit der andere Entwickler arbeiten kann, braucht er eine andere Datei. Gell? Also habe ich hier Hallo Welt heißt es. Also MV, Hallo Welt noch Hallo Welt. So. Und wir wollen jetzt ein Modul schreiben. Und das ist die Ausgabe. Gell? Und ja, da schauen wir mal, also da oben. Und wir wollten jetzt, ja, wie wollten wir das nennen? Gell? Also die Hallo-Funktion ist Hallo-Funktion.c. Also das Modul für die Hallo-Funktion. Und hier wollen wir die Hallo-Funktion schreiben. Gell? Und jetzt müssen wir mal überlegen, die Hallo-Funktion. Wie schaut eine Funktion aus? Wir haben gesagt, eine Funktion hat einen Namen und dann einen Rückgabewert und somit hat auch einen Typ und eine Parameterliste. Und jetzt müssen wir uns überlegen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Also wir haben gesagt, wir wollten eine Funktion schreiben, die gibt Hallo Welt aus. Was muss die Funktion bekommen? Nichts. Wenn sie aufgerufen wird, soll sie es machen. Was gibt sie zurück? Nichts. Also, die Funktion hat den Namen Hallo. Die Parameterliste ist leer, also Void. Und sie gibt nichts zurück, also Void. Sie bekommt nichts und gibt nichts zurück. Und dann hat sie einen Funktionskörper in geschwungenen Klammern. Und was macht die Funktion? Die Funktion macht unser printf. Printf, so, hinten ein Strichpunkt, gell? Und dann kommt hier hinein ein Hallo Welt und neue Zeile Linefeed / n. Weil, ja, so, das wäre die Funktion. Okay, so, also, das ist die Hallo Welt Funktion Modul und unser Hallo Welt ist das eigentliche Modul mit unserem mit unserer Funktion Main. Gell? Und hier haben wir den Aufruf Hallo und die Funktion heißt Hallo, gell? Ja, dann wollen wir das mal ausprobieren. Und zum Kompilieren müssen wir jetzt beide Module dem Compiler übergeben. Gell? Hallo Welt.c und Hallo Funktions.c. Und wir bekommen zum Glück eine ganze Reihe von Warnungen und Fehlermeldungen. Gell? Und die erste
hat damit zu tun, Declaration of Function Hallo, gell, implizit, der sagt hier in Main, du Hallo, den Hallo, den kenne ich nicht. Und in Hallo sagt er, du, den Printf, den kenne ich nicht, gell. Also wie wir ihn dem Printf beibringen, das haben wir schon gesehen. Gell, wir haben gesagt, hier müssen wir das Include der Standard.io.h machen. Gell, oh, das haben wir ja schon gemacht. Jetzt schauen wir mal. Also, Wim. Also, hallo. Funktion.c. Gell, und schaut mal hier. Hier verwenden wir das Printf. Aber hier haben wir kein Include. Gell, also, das Include haben wir in der anderen Datei. Und wir sehen, das funktioniert nicht richtig. Das Include muss halt in dem Modul sein, in dem ich eine Funktion benutze. Gell? Also die Funktion muss hier vorgestellt werden. Gell? Und wir haben gesagt, wir brauchen den richtigen Prototypen. Gell? Und der Prototyp ist in der std.io.h drinnen. Gell? Also schauen wir mal. Include. Und dann unter Spitzenklammern. Gell? std.io.h. Und somit geht er dann, der Präprozessor, gell, geht dann im Standardverzeichnis USR Include nach der std.io.h suchen. Gell. Und ja, wenn wir dort, wir könnten auch mal aufmachen, schauen wir mal hinein. USR Include std.io.h. Und jetzt schauen wir da mal hinein. Oh, das kann man lesen. Das ist eine Textdatei. Ja, wunderschön. Also, die Textdateien, gell, die kann man mit einem Editor lesen. Gell? Also, ja, nach Printf wollen wir suchen. Printf. Ah, das ist fprintf. Printf, hier steht er schon. Das ist der Prototyp. Gell? Diese Zeile brauchen wir. Und dann haben wir ihm den, die Funktion printf vorgestellt. Gell? Also der Prototyp, das ist eine, ja, der Funktionskopf ohne Körper mit einem Strichpunkt am Ende. Gell? Und das brauchen wir aus den ganzen Sachen. Der ganze Rest ist uninteressant. Gell? Also schauen wir mal. Also. Wim, hallo, Funktion.c und wir haben das Include gemacht. Also könnt ihr vielleicht zufrieden sein. Gehen wir mal schauen. GCC, draufruf. Ah, es bleibt nur mehr übrig, dass ihr den Hallo nicht kennt. Komisch. Also er kennt den Hallo nicht, gell? Jo, schauen wir mal. Also Wim, hallo Welt. C. Und naja, er kennt den Hallo nicht. Warum kennt er den Hallo nicht? Ja, gell? Also hier haben wir den Aufruf, hier verwenden wir Hallo. Aber wir stellen ihm den Hallo nicht vor, gell? Wir müssen ihm sagen, du, der Hallo, das ist einer, der hat White, gell, als Typ, gell, also Rückgabe ist White, er bekommt nichts, gell, also White ist die Parameterliste, gell, und der heißt Hallo, gell, so wie wir ihn aufrufen, gell. Und das müssen wir ihm hinschreiben, gell. Also, brauchen wir hier noch das include std.io.h? Die Antwort ist nein, gell, weil das printf ist in der anderen Datei, gell, also, das können wir, tschüss. Und ab damit, gell? Dann, das mit Funktionen, ja, das können wir auch. So, Zeile 9, also D bis Zeile 9. So, und tschüss. Okay, so, dann schauen wir. Wir brauchen hier, ja, den Prototyp von Hallo. Und woher kommt der Prototyp von Hallo? Den müssen wir schreiben. Jetzt könnten wir Folgendes machen. Wir könnten den Prototyp von Hallo hierher schreiben. Wir könnten also manuell in das Modul schreiben, wie das Hallo aussieht, wie der Funktionskopf von Hallo ist. Aber warum soll ich das in mein Modul schreiben? Das ist ja die Arbeit vom anderen. Der andere hat ja sein Modul geschrieben. Also soll er mir auch
den Prototypen zur Verfügung stellen, gell? Und wie macht man das jetzt, einen Prototypen zur Verfügung stellen? Eine Deklaration. Eine Deklaration machen wir durch eine Header-Datei. Und es gibt jetzt die Header-Dateien, die wir unter USR Include haben. Das sind die Header-Dateien des Systems, gell? Also die sind mit der Software installiert worden, im Standardverzeichnis. Und ja, dadurch hat mein Hallo nichts verloren, gell? Ich muss also eine Header-Datei schreiben, in der ich den Prototyp der Funktion Hallo schreibe und dort ablege, wo ich meine anderen Dateien habe, wo ich meine Module habe. Gell? Also das gehört ja zu meiner Software und nicht zum System. Gell? Also ich muss hier drinnen eine weitere Datei anlegen mit den Prototypen der Funktion Hallo. Gell? Also wenn ich da schaue, die Hallo-Funktion, die muss ich vorstellen und dafür muss ich den Prototypen, den da, also mit dem Kopf der Funktion schreiben. Und das schauen wir mal. Also, das macht man normalerweise mit einer Datei, die den gleichen Namen wie die C-Datei trägt und ein Punkt H hat. Hier hinein soll der Prototyp. So. Und das ist der Kopf ohne Körper, aber mit einem Strichpunkt. Das ist der Prototyp der Funktion Hallo. Und ja, das würde jetzt sogar schon funktionieren, aber hier ist etwas, was ich noch machen möchte. Ich möchte meine Funktion nur einmal inkludieren, wenn ich auch mehrere Quelldateien habe und mehrere Module, die meine Hallo-Funktion benutzen. Gell? Also wenn jetzt mehrere dieses Include meiner Datei machen, dann darf das nur einmal gemacht werden. Und das erreiche ich durch das Konzept der bedingten Kompilierung. Gell? Also das Konzept der bedingten Kompilierung. Und ich glaube, das haben wir heute schon mal gesehen. Und zwar haben wir irgendwo einen Link auf die Header-Datei gehabt und dort drinnen war das dort, oder? Gehen wir mal schauen. Oh, geht der langsam heute. Vielleicht ist der Server schlafen gegangen. Gell? Auf jeden Fall, die bedingte Kompilierung funktioniert so. Ah, jetzt ist es da. Also, Header-Datei in der... Ach, da ist nicht drin. So. Also, okay, ja, also machen wir es hier. Und zwar in unserer Datei, in der Hallo-Funktion.h, müssen wir die bedingte Kompilierung einfügen. Und das funktioniert so. Hier geht man eine Präprozessor-Direktive einfügen, die fragt, ob ich schon mal hier war. Gell? Ob ich dieses Stück Code schon inkludiert habe, ob ich das schon verwendet habe. Gell? Und das funktioniert durch ein if not define und jetzt geht man eine Marke setzen. Das ist so ein bisschen wie bei Hänsel und Gretel. Gell? Also wenn Hänsel und Gretel in den Wald gegangen sind, dann haben sie auch Marken gesetzt und mit den Marken haben sie wieder nach Hause gefunden. Gell? Und wir setzen hier auch Marken, so wie Hänsel und Gretel. Gell? Und diese Marken, die helfen uns dann dabei zu erkennen, dass wir diese Header-Hallo schon mal verwendet haben. Gell? Und jetzt fragen wir mal, ja, sagen wir mal, gibt es hier diese Marke schon? Und dann, wenn sie noch nicht existiert, dann war ich noch nie hier. Da muss ich die Marke setzen. Und dann lerne ich das Hallo kennen, gell? Und wenn ich hingegen die Marke schon kenne, dann war ich schon hier und habe das Hallo schon kennengelernt, gell? Und so machen wir das, gell? Wir sagen, if not define unsere Marke, dann wollen wir das Hallo kennenlernen und setzen die Marke, gell? Also if not define, und wie soll die Marke heißen?
Und jetzt, ja, ich schreibe ganz gerne einen Namen hin, der mit der Header-Datei etwas zu tun hat. Und zwar, der soll sich ableiten aus der Header-Datei. Und zwar in Großbuchstaben schreibe ich den Dateinamen. Hallo, Funktion. So, und damit es noch so ein bisschen eindeutiger wird als Bezeichner, als Marke, gehe ich einen Unterstrich setzen, und zwar zwei Unterstriche hinterher und zwei Unterstriche voraus. Gell? Also die Unterstriche, die kann man wie Buchstaben verwenden in den Bezeichnern von C. Gell? Ich kann also Buchstaben, Unterstriche verwenden, gell? Ich kann auch Ziffern verwenden. Gell? Und so kann ich meine Bezeichner zusammenbauen. Gell? Und in dem Fall benutze ich das wie eine Marke, die mir sagt, dass ich schon mal hier bin. Also, if not define, gell? Dann inkludiere das da, gell? Und setze die Marke. Wie setze ich die Marke? Gell? Also zum Ersten mache ich mal Folgendes. Ich mache ein YY und hartes B und habe somit die erste Zeile kopiert. Gell? Also kopieren. Und aus dem einfachen Grund, damit ich es nicht abschreiben muss und damit ich keine Fehler mache beim Abschreiben. Gell? So, und dann mache ich ein Define. Gell? Wenn also die Marke nicht existiert, gell? Schau ich mal, war ich schon mal hier? Na, kenne ich nicht. Gell? Keine Marke kenne ich nicht. Was mache ich? Ich setze die Marke, gell? Wie Hänsel und Gretel. Ich gehe die Marke setzen und ich war hier. Gell? Und das nächste Mal weiß ich, dass ich hier war. Gell? Und was mache ich jetzt? Ich gehe das Hallo kennenlernen. Und da sage ich, ja, grüß Gott, liebe Funktion, Hallo. Gell? Aha, du heißt Hallo. Gell? Und wie ist denn dein Rückgabe? Typ, gell, also, ja, ach so, weit, du gibst nichts zurück, also nichts da, gell, und was bekommst du? Auch nichts, gell, ah, okay, jetzt habe ich das Hallo kennengelernt, gell, ich weiß zwar nicht, was es tut, aber ich weiß, wie die Schnittstelle ist, gell, und das da, gell, das ist ein Prototyp, sagt man da auch dazu, gell, also, Prototyp der Funktion, Hallo, gell? Okay. Also, und das ist eine Deklaration, gell? Gell? Ich deklariere, wie etwas ausschaut, gell? Ich sage nichts, wie es funktioniert. Ich habe hier keinen Körper da, ich kann es nicht sagen, gell? Aber ich sehe die Schnittstelle, gell? Mhm. So. Und jetzt muss ich das Ganze, diese bedingte Kompilierung noch abschließen. Und das mache ich mit einem Entif, gell? Okay, so, schauen wir mal. Wenn ich es aufrufe, frage ich, if not define, hallo function, sage ich, kenne ich nicht, gell? Dann setze ich es, dann kenne ich es, gell? Dann gehe ich das kennenlernen und dann sage ich, hier ist Ende der bedingten Kompilierung. Sollte ich das in einem anderen Modul auch aufrufen, gell? Dann rufe ich es auf und der fragt, okay, if not define, hallo function, schaue ich nach, sage ich, ah, Moment mal, kenne ich schon, gell? Weiß schon, ah, das gehört zum Hallo, gell? Okay. Und sage, ah ja, wenn du ihn schon kennst, ups, gehen wir nicht nochmal inkludieren, gell? Also wird die bedingte Kompilierung nicht gemacht, gell? Okay. Also nur das erste Mal, wenn dieses Inklu gemacht wird, wird es auch gemacht, gell? Ja. Also jüngere Compiler sind da nicht so empfindlich, gell? Ältere sind da sehr pinkelig mit dieser bedingten Kompilierung. Deswegen bitte immer machen, gell? Mhm. Ja, etwas anderes noch, gell? Hier habe ich slash slash gemacht, gell? Das ist ein Zeilenkommentar, gell? Also damit zeige ich, dass der Rest der Zeile ein Kommentar ist, gell? Wir haben ein paar Blockkommentare gesetzt in der anderen Datei im ersten Beispiel, gell? Und das ist hingegen ein Zeilenkommentar, gell? Den hat es in den ersten fast 30 Jahre des C nicht gegeben. Die sind erst dann mit C99 eingeführt worden, sind also von C++ gekommen. Gell? So, gehen wir das mal speichern. Und jetzt habe ich hier drei Dateien. Gell? Ich habe ein A.out schon, weil das Kompilat durchgemacht worden ist, auch wenn die Warnings da waren. Gell? Jetzt machen wir GCC.
hallo-welt.c und hallo-function.c. So. Jo. Und wenn ich das jetzt da aufrufe, gell, dann bekomme ich wieder eine Warnung. Gell. Warum? Ich habe jetzt zwar den Prototyp geschrieben, ich muss ihn aber auch inkludieren, gell? Nur das Schreiben reicht nicht, gell? Und wo kommt es hin? Dort, wo die Mail ist, gell? Also in das hallo-welt.c. Und hier hinein muss also mein Include, gell? Also Include. So, und jetzt kommt ein Unterschied zum stdio.h. stdio.h habe ich mit Spitzenklammern inkludiert. Und diese Spitzenklammern besagen, starte bei der Suche nach der Datei unter USR Include, das Standardverzeichnis. Gell? Wenn ich dort in ein Unterverzeichnis bin, dann muss ich es hier angeben, gell? Also Unterverzeichnis, gell? Slash und dann der Name der Datei. Wenn ich hingegen eine Datei inkludieren möchte, die nicht im Systemverzeichnis ist, sondern die dort ist, wo ich bin, dann muss ich relativ von meinem Standpunkt aus den Pfad zur Datei angeben. Und wenn die Header-Datei dort liegt, wo auch jetzt diese Datei ist, die ich schreibe, dann habe ich ja keinen Pfad mit Verzeichnissen anzugeben. Es reicht aus, wenn ich den Dateinamen angebe. Und ich muss jetzt den Dateinamen angeben, und zwar nicht in Spitzenklammern, sondern unter Anführungszeichen, unter doppelten Anführungszeichen oder Gänsefüßchen. Und wenn wir da schauen, also das ist die Hallo-Funktion.h, also Shift-Ctrl-C. Rufe also den Editor nochmal auf und kopiere es Insert, gell, hinein, und dann weiß ich, dass es sicher funktioniert. Gell. Escape, Doppelpunkt, Write and Quit, gell, LS, und ich habe jetzt drei Dateien. Jetzt geben wir das Shift-Ctrl-R, GCC und nochmal aufrufen, und jetzt habe ich keinen Fehler. Gell. Und ich habe ein A.out. Gehen wir mal schauen, ob es funktioniert. Und es funktioniert. Geil. Also ich habe jetzt eine Arbeitsteilung gemacht. Ich habe meine Anwendung Hallo Welt, geil, also Begrüßung der ganzen Welt, geteilt in zwei Module. Ein Modul beinhaltet ja meine Funktion Main und das andere Modul eine Funktion Hallo, die mir das Hallo Welt ausgibt. Gell? Also kann ich zwei Leute damit beschäftigen. Ja, und das gehen wir jetzt mal ausprobieren. Gell? Gute Arbeit.